Hallöle, weiter geht's hier auf Rannoch. Diesmal mache ich die GevCom-Zentrum, GevServer abschalten. Und die Reaper-Basis ist ja neu, zu der geht es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Also hier auf allen macht irgendwie für mich Sinn, nehme ich Tali mit. Ich würde gerne Legion mitnehmen, aber das geht nicht. Zur Abwechslung mal Liara. Nee, Garrus. Garrus hatte ich echt lange nicht. So, was hat denn Garrus an Waffen? Gott, habe ich den so lange nicht mitgehabt? Und dann hier die Mattock. Naja, das macht ja Sinn gegen die Gef. Scharfschützengewehr. Muss ich wahrscheinlich erstmal aufpowern. Ist momentan noch das Bessere, würde ich sagen. Aber mal Waffenmods mal angucken. Ist ja schon. Konzentrationsmodul, das macht glaube ich Sinn. Der Mutzhilfe ist auch gut. Okay, bestätigen. Ja, wirklich lange nicht. Wenn man an den Punkten sieht, dann kann es gleich mal losgehen. Verstanden, Admiral Rahn. Wir sind gleich beim Server. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Wie ist unser Status? Laut verschlüsselter Geth-Kanäle wurden wir noch nicht entdeckt. Auf Widerstand werden wir wohl nur am Server selbst stoßen. Im Server? Ist er so groß? Sie missverstehen. Um Geth aus dem Server zu extrahieren, ist direkter virtueller Kontakt nötig. Sie müssen unseren Konsens betreten. Ich soll virtuell mit den Geth interagieren? Oha. Das ist verrückt. Wir reden von einer virtuellen Welt für synthetische Wesen. Feindselige synthetische Geth. Ich bin keine Maschine, wie soll ich in eine virtuelle Welt gehen? Ihre Spezies hat mit virtuellen Schnittstellen bereits experimentiert. Denken Sie an das Projekt Overlord. Dabei wäre beinahe ein verrückter KI-Menschenbrief auf die Galaxie losgelassen worden. Wir haben das dabei benutzte Interface überarbeitet und können mit der Ausrüstung von der Normandy die einen sicheren Kontakt herstellen. Vertrauen Sie uns. Okay. Ich halte zu Ihnen, Legion, auch wenn ich nicht ganz begreife, wofür Sie mich überhaupt brauchen. Sie sind ein Unbekannter, das ist ein Vorteil. Geth-Sicherheitssysteme sind im Umgang mit organischen Denkprozessen ungeübt. Während wir die Maßnahmen des Systems gegen Eindringlinge beschäftigen, deaktivieren Sie die Staffeln, indem Sie Geth aus dem Server entfernen. Na dann. Ich hoffe, es lohnt sich dafür, durch ein Kriegsgebiet zu fliegen. Solange wir beschäftigt sind, bleiben die Geth-Systeme außer Betrieb gesetzt. Wir haben wenig Zeit. Wir überbrücken die Sicherheitssysteme, während Sie sich ernähren. Halt! Sie werden nicht... Er hat's gerade getan. Okay. Jetzt ist klar, warum ich den auch so nicht mitnehmen durfte.
Ist es das? Ja, feindliche Geth-Jägerstaffeln sind mit diesem Server vernetzt. Aufgrund der begrenzten Ressourcen sollten sie sich alleine anschließen. Oha. Machen wir's. Initialisiere Peer-Netzwerk-Integration. Gehen Sie zum Undock-Port. Führe Konsenszuordnung durch. Stillhalten. Shepard Commander, von Bewegungen während des Uploads wird abgeraten. Stillhalten. Shepard Commander, wir bestätigen Ihre Integrierung in diesen Server. Wir heißen Sie in unserem Konsens willkommen. Okay. Was ist das? Wir haben Filter installiert. Ach Scheiße, ich kann mich erinnern. Was visuell registrieren können. Ihr Gehirn nimmt unsere Welt als etwas Vertrautes wahr. Also vertraut würde ich das nicht nennen. Wo sind Sie? Hier. Sie sehen anders aus. Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir uns visuell unterscheidbar gemacht. Was ist mit Geth, die schon hier drin sind? Sie nehmen Geth als Überwachungsvideos, Audiologs und Sensoraufzeichnungen wahr. Unsere Software kommuniziert. Wir brauchen keine Körper. Unsere Hardware ist nur ein Werkzeug. Das ist unsere wahre Welt. Wenn wir Geth entfernen, wird es dunkler. Und was geschieht mit den Geth durch das Licht ausschalten in der realen Welt? Die Jägerstaffeln der Geth kommunizieren über diesen Server mit Plattformen in ihrem Raumschiff. Diese Verbindung trennen wir. Wir sorgen dafür, dass keine Übertragungen oder Backups mehr stattfinden. Dieser Server wird verstummen. Je früher das hier abgeschaltet wird, desto besser. Ja, Schöpferleben sind immer noch gefährdet. Wir müssen unser Ziel erreichen. Es gibt auf diesem Server zwei getrennte Speicherknoten. Wir werden auf ihre Kerne zugreifen. Das setzt die Jägerstaffeln außer Gefecht. Wir müssen ihren Ausgangsport schützen, aber sie werden nicht alleine sein. Wir halten Kontakt und unterstützen sie. Okay. Verbindungsaufbau zum Zugangspunkt. Oh, keine Schilde. Ja, mal gucken, wie oft ich hier hops gehe. Warnung, Verbindung wird von infiziertem Code blockiert. Benutzen Sie unsere Kampfsoftware, um die Infektion zu unterbrechen. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Waffe gut ist. Dieser Fremdcode ist eine Manifestation des Signals der alten Maschine. Sind Sie überrascht, dass die Reaper überall in Ihren Servern sind? Wir haben keine derart umfassende Infektion erwartet. Okay, ich muss einfach fragen. Weshalb ein Gewehr? Wir möchten für vertraute Ausrüstung sorgen. Danke, glaube ich. Mhm. In a minimum. Auf hier gehe ich wieder zurück. Verbindung hergestellt. Begeben Sie sich zum Zugangspunkt. Na, das war ja noch einfach. Aber so einfach klappt es gleich. Fehler. Zugriff verweigert. Lässt der Reaper sie nicht rein? Unbekannt. Bitte untersuchen. Das sieht ja übel aus da hinten.
Warnung, Reaper-Präsenz geortet. Datencluster enthält infizierten Code. Wir brauchen Zugriff, um weiterzumachen. Okay, sauber würde ich sagen. Nein, hier nicht. Daten. Ihre Verbindung erlaubt Streamen von Informationen aus unseren Archiven. Zuhilfenahme der Iren. Wie viele Schöpfer haben Sie schon ohne Maske gesehen? Gutes Argument. Okay. Sie müssen die Infektion auf diesen Datencluster unterbrechen, um weiterzukommen. Zum letzten Datencluster begeben. Okay. Zugriff auf Datencluster. Wir haben entflohene Gäste. Sie sind umstellt. Feuer eröffnet. Die Plattform, die sich scharf gemacht hat, war eine Landwirtschaftseinheit. Durch ihr Feuer auf die angreifenden Schöpfer hat sie simplere Haushaltsgäste gerettet. Das sieht genauso aus wie das Präzisionsgewehr, das sie immer hatten. Ein effizientes Modell. Verbindungsaufbau mit dem verbliebenen Server. Ich halte sie auf dem Laufenden. Die GIS-Staffeln sind da, aber irgendwas stimmt nicht.
Bastian, wie sieht's aktuell aus? Nur noch ein Knoten. Wir sind aktuell... Was ist los? Immer mehr Infektionsprogramme. Wir sind wieder stabil. Sie müssen weiter. Shepard Commander, der Reaper-Code hat sich angepasst. Er kann sich jetzt selbst reproduzieren. Sie wächst wieder nach. Ja, aber die Unterbrechung anfälliger Punkte der Infektion verlangsamt vielleicht ihre Reproduktion. Okay. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Okay, wo geht's weiter? Hallo, wo geht's weiter? Also, wollte schon sagen, so einfach hatte ich das gar nicht in Erinnerung. War klar, dass noch irgendwas kommt. Ich glaube, da kommt aber noch mehr. Wir benötigen Zugriff auf diesen Datencluster. Unterbrechen Sie die Reaper-Infektion, damit es weiter. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Von hier aus gefahren. Sieht gut aus. Gibt es einen verwundbaren Punkt? Zählen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Ich brauche Moon. An diesem Punkt. Ich dachte, hätte ich kann, ne? Du musst lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzukommen. Aus dem Weg! Das können Sie doch nicht mit Ihnen machen! Ich sagte, weg von den Geld! Das ist Wahnsinn! Wir brauchen die Geld! Sie können sie nicht zerstören, nur weil sie gefragt sind! Werft sie zu den anderen. Sieht aus, als hätten nicht alle den Krieg gewollt. Wir haben Zeugnisse der Opfer dieser Schöpfer aufbewahrt. Von ihrem Volk sind sie zum größten Teil vergessen, aber nicht von dem Geld.
Wir können ohne Zugriff auf diesen Datencluster keine Verbindung aufbauen. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Okay, das war der Falsche. Dann bestimmt der hier. Jetzt. Doch. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Ich dachte, das wäre der da hinten gewesen, aber nee. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Derzeit, als die Schöpfer das Kriegsrecht verhängt haben. Ich wiederhole, lassen Sie die abtrünnigen Geth-Einheiten frei und verlassen Sie den Schutzraum. Das ist die letzte Warnung. Schöpfer Megara, diese Einheit versteht nicht. Sie hat an den Feindseligkeiten nicht teilgenommen. Das ist Ihnen völlig gleichgültig. Ich muss Sie herausbringen. Dieser Konflikt übersteigt die Sicherheitsparameter der Schöpfer. Wir übergeben unsere Hardware, wenn das die Feindseligkeiten beendet. Nein, schon in Ordnung. Wir gehen zurück zu den Zugangstunneln. Schöpfer Megara, wie ist Ihr Status? Schöpfer Megara? Mit der Zeit gerieten die Schöpfer, die gegen das Kriegsrecht auf Runoff waren, in die Minderheit. Na ja. Datenzug, das sind Daten vom Ende der Kriegshandlungen auf Runoff. Die Austral ist abgestürzt. Greifen Sie die Geth nicht an. Ich wiederhole, Kontakt vermeiden. Die Geth stellen die Verfolgung 100 Klicks von Runoff entfernt ein. An alle Captains, Rückzug zum Massenportal. Das passiert doch nicht jetzt. Laut Datierung war das vor 290 Jahren. Das ist der Schöpfer-Exodus am Ende des Morgenkrieges. Unsere Freiheit war gesichert. Die Schöpfer stellten keine Bedrohung mehr dar, also brachen wir die Verfolgung ab. Moment, die Geth haben die letzten Quarianer verschont? Sie haben sie gehen lassen? Wir standen am Anfang. Wir konnten die Auswirkungen der Vernichtung einer ganzen Spezies, unserer Schöpfer, nicht abschätzen. Wir wählten die Isolation, anstatt dieser Unsicherheit entgegenzutreten. Zusätzliche Daten wiederhergestellt. Legion, das war, als ich sie auf der Normandy aktiviert habe. Ja. Unser erstes Zusammentreffen. Es war überaus bedeutsam. Sie waren das erste organische Wesen, das seit Ende des Morgenkrieges offen mit einem Geth zusammengearbeitet hat. Wir möchten dafür sorgen, dass Sie nicht das Letzte sind. Das wird nicht einfach sein. Aber die Aussicht besteht. Wenn die Reaper-Präsenz beseitigt wird, könnte es zu einer Wiedervereinigung mit den Geth kommen. Vielleicht sogar mit den Schöpfern. Halten Sie das tatsächlich noch für möglich? Organische Wesen werden in schweren Zeiten durch Hoffnung motiviert. Wir bewundern dieses Konzept. Verbindungen sind verglichen und Serverknoten hergestellt. Wir sind bereit, sie zu transportieren. Na dann. Etwas geschieht mit den Geth.
Das ist sehr schön. Systemzugriff hergestellt. Trennen alle Verbindungen zu Kommunikationsknoten. Es gibt keine Geth mehr auf diesem Server. Wir können jetzt... Was ist los? Sie müssen zum Ausgangspunkt und... Beende Fernzugriff. Entferne Programme. Lösche Archive. Shepard, alles in Ordnung? Ja, alles funktioniert. Die Geth-Jäger wurden deaktiviert. Alle verbliebenen Staffeln haben sich von den Lebensschiffen zurückgezogen. Der Server ist offline. Sind Sie sicher? Was geht hier vor? Wir haben Geth-Programme aus dem Server in diese Plattformen übertragen. Warum? Sie möchten sich uns anschließen. Bitte was? Während Shepard Commander die Reaper-Infektion entfernt hat, haben wir beschlossen, feindselige Geth-Programme zur Zusammenarbeit zu überreden. Die Entscheidung war richtig. Diese Geth haben den alten Maschinen abgeschworen und werden gegen die Reaper vorgehen. Sie sind jetzt wir. Warum haben Sie mir nichts davon gesagt? Wir zweifelten nicht an Ihnen, sondern an Ihren Verbündeten. Das Handeln der Schöpfer hat ihre Spezies in Gefahr gebracht, aber sie empfinden kein Mitgefühl wegen dem, was sie uns angetan haben. Die Quarianer unterstützten diese Operation, um ihr eigenes Volk zu retten. Hätten sie gewusst, dass wir auch Geth bewahren wollen, wäre das anders gewesen. Ich verstehe, dass man niemanden zurücklassen möchte. Sie akzeptieren unser Handeln? Die Lebensschiffe sind sicher und wir haben mehr Geth auf unserer Seite. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Wir dachten, dass sie es verstehen. Die Kommandoeinheiten stehen zur Verfügung, sobald das Reaper-Signal gefunden und zerstört wurde. Ich muss Hackett später warnen, dass ich Kommando-Geth mitbringe. Gehen wir zurück auf die Normandy. Okay. Trophäe erhalten, Sabotage. Die Geth-Staffeln, die unsere Lebensschiffe angegriffen haben, wurden komplett neutralisiert. Wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen wollen, stelle ich mein Fachwissen gern zur Verfügung. Wenn Sie unsere Server suchen, müssen Sie Legion fragen. Das dachte ich mir schon, aber immer wenn ich Ihren Geth frage, heißt es, keine Daten verfügbar. Vielleicht könnten Sie mir bei etwas anderem helfen. Nämlich? Wieso arbeiten die Kommando-Geth mit Ihnen? Sie sind Freiwillige. Verstehe. Nun, falls Sie diese Geth untersuchen möchten, um Ihre neue Loyalität zu überprüfen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Ja, ist er ja immer. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Erstbergungsdienst auf dem Schlachtschiff zu leisten. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit Sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Sie haben selbst gesagt. Zen, Sie können später noch ein Bergungsteam schicken. Es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Ja, gehörst du meiner Crew. Hat immer Vorrang. So, was haben wir denn Neues? Geth. Sehr schön. Geth-Kommandozug. Läuft. Aber wie man an den Punkten sieht, die da gibt es immer noch eine Menge zu sammeln. Geschickt haben, waren beunruhigend. Sie passen nicht zu den Geschichten, die wir erzählen. Haben Sie Zweifel bezüglich der Geth? Admirals können sich den Luxus, Zweifel zu haben, nicht leisten. Was brauchen Sie? Okay. Nichts Neues. Sie können zurück an die Arbeit. Danke, Commander. Dann war es das für die Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.